Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Wir testen heute das Microsoft Lumia 532 Dual SIM. Das ist ein Dual SIM Smartphone mit Windows Phone Betriebssystem für nur 99 Euro UVP. Wir zeigen euch die Vor- und Nachteile dieses Geräts und wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Geliefert wird das Microsoft Lumia 532 Dual SIM in diesem kleinen, recht kompakt gehaltenen Karton. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Ausstattung ist minimalistisch gehalten. Wir haben hier natürlich zum einen das Microsoft Lumia 532 Dual SIM selbst. Dann haben wir eigentlich nur als Lieferumfang hier dieses Ladekabel für die heimische Steckdose. Und darüber hinaus findet sich hier im Karton noch eine kurze Anleitung. Der Bildschirm des Microsoft Lumia 532 Dual SIM ist relativ klein. Wir haben in der Diagonalen nur 4 Zoll, also ungefähr so viel wie beim Microsoft Lumia 435, was wir hier schon getestet haben. Außerdem handelt es sich bei diesem Gerät hier auch um einen LCD-Bildschirm. Die Auflösung beträgt 800x480 Pixel. Das ergibt eine Pixeldichte von 233 ppi. Wie man auch schon merkt, wenn ich das Ganze hier etwas schwenke, spiegelt das Display schon bei der Indoor-Nutzung relativ stark. Ansonsten kann man es eigentlich relativ gut ablesen. Man kann hier auch dann Spiele spielen. Wie wir sehen, habe ich hier jetzt ein Spiel mal genommen, was relativ einfach ist, Angry Birds, was jetzt die Prozessorleistung nicht allzu sehr in Anspruch nimmt, aber auch etwas anspruchsvollere Spiele gehen, weil wir hier einen Quad-Core-Prozessor an Bord haben. Die Verarbeitung des Microsoft Lumia 532 Dual SIM ist tadellos, nämlich sehr robust. Vor allem die harte Schale hat mir gut gefallen. Der Nachteil der Hartschale ist, dass diese relativ schwergängig vom Rest des Smartphones zu entfernen ist. Also der Akkudeckel erfordert auch ein bisschen Kraft und Geschick. Als Betriebssystem kommt bei Microsoft Lumia 532 Dual SIM Windows Phone 8.1 zum Einsatz, inklusive der Sprachsteuerung Cortana. Die Sprachsteuerung Cortana habe ich jetzt mal hier oben platziert. Die kann man halt hier über diesen Klick aktivieren, ansonsten auch hier über diese kleine Lupe. Früher war hier nur Microsoft Bing mit dabei. Ich kann jetzt zum Beispiel das Gerät etwas fragen. Wie ist das Wetter in Hamburg? Und schon wird nach kurzer Zeit das Wetter angesagt. Das Ganze kann man auch, wenn man möchte, gerne akustisch machen. Darüber hinaus, was halt auch noch eine Neuerung ist nach dem Denim-App-Update, ist, dass wir hier dieses Dropdown-Menü haben mit den Shortcuts zu den wichtigsten Schnittstellen. Auch das ist ganz nett. Hier kommen dann auch die neuesten Benachrichtigungen rein, sei es jetzt WhatsApp oder E-Mail oder Facebook. Auch das ist eine Neuerung. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, obwohl wir einen relativ kleinen Bildschirm haben, die Live-Kacheln in drei verschiedenen Größen unterzubringen. Da wir bei Microsoft Lumia 532 Dual SIM nur ein 4 Zoll Display haben, ist natürlich auch bei den Außenabmessungen das schön kompakt geraten, dieses Smartphone, nämlich in der Höhe 118,9 mm, in der Breite 65,5 mm und die Bautiefe beträgt hier 11,6 mm. Auch das Gewicht hält sich in Grenzen mit 136 Gramm inklusive des herausnehmbaren Akkus. Der Akku des Microsoft Lumia 532 Dual SIM ist der gleiche, der auch schon bei Microsoft Lumia 435 zum Einsatz kam, nämlich der 1560 mAh starke Energiespeicher, den wir hier sehen. Herausnehmbar ist er, hat aber leider auch eine relativ kurze Akkulaufzeit. Wir haben nämlich mit einer Ladung lediglich 160 Minuten Surf- und Sprechzeit geschafft. Im Standby hielt das Microsoft Lumia 532 Dual SIM nach unseren Messungen bis zu 340 Stunden durch. Wie bei Microsoft Lumia 435 kommt auch bei Microsoft Lumia 532 Dual SIM an Qualcomm Snapdragon 200 zum Einsatz mit 1,2 GHz Taktung. Der Unterschied ist allerdings, dass wir hier nicht die Dual-Core-Variante haben, sondern die Quad-Core-Variante, die deutlich lebendiger ist. Im Test unterstützt von 1 GB RAM Arbeitsspeicher. Wir haben natürlich auch, wie man hier sieht, schon einen Test mit der Benchmark-App von AnTuTu durchgeführt und haben hier 12.000 Punkte rund erzielt. Zum Vergleich: das Microsoft Lumia 435, was hier nur diese Dual-Core-Variante dieses Prozessors hat, kam auf noch nicht mal 8.000 Punkte.
Der interne Speicher des Microsoft Lumia 532 Dual SIM misst 8 GB. Positiv ist, dass wir diesen Speicher per MicroSD-Karte erweitern können, und zwar um stattliche 128 GB. Als Kamera kommt bei Microsoft Lumia 532 Dual SIM eine 5-Megapixel-Knipse zum Einsatz. Das heißt, 3 Megapixel mehr als bei Microsoft Lumia 435, das 10 Euro weniger kostet. Die Resultate sind eigentlich auch recht okay. Was allerdings sehr störend ist, ist, dass wir hier kein LED-Blitzlicht mit an Bord haben. Wir sehen hier auch gleich, dass man halt des Nachts keine guten Aufnahmen hinbekommt. Die Selfie-Kamera vorne bei Microsoft Lumia 532 bietet lediglich VGA-Auflösung. Kommen wir noch kurz zum Video. Hier können wir Videos mit 848x480 Pixeln aufnehmen. Bis auf ein leichtes Rauschen des Mikrofons gehen auch diese Videos in Ordnung. Dieses Testvideo, was ihr hier seht, und auch die Testbilder, die wir geschossen haben mit dem Testgerät, könnt ihr euch natürlich im ausführlichen Bericht auf tarif.de näher ansehen. Anhand des geringen Preises von 99 Euro UVP ist es nicht verwunderlich, dass wir keine Headsets im Lieferumfang haben hier beim Microsoft Lumia 532 Dual SIM. Dafür haben wir natürlich Lautsprecher an Bord, die werden wir uns gleich auch noch anhören. Noch ein kurzes Wort zum MP3-Player, der hat nur Basisfunktion bei diesem Gerät, ist ja auch recht normal in dieser Preisklasse. Darüber hinaus haben wir aber diesen kostenlosen Musikstreaming-Dienst Mixed Radio an Bord, den Microsoft quasi von Nokia geerbt hat, und hier kann man sich halt Profile anlegen, wie man das gerne haben möchte. Man kann sich auch Empfehlungen der Redaktion anhören, aber wir haben jetzt einfach mal unser Play-Me-Profil hier eingestellt und lauschen diesem Song hier in voller Lautstärke. Im Internet kann das Microsoft Lumia 532 Dual SIM der Theorie via HSPA Plus mit bis zu 42,2 Megabit pro Sekunde surfen. Wir haben hier natürlich auch schon einen Speedtest durchgeführt, und zwar im D2-Netz und auch im, im D1-Netz und auch im O2-Netz. Und da haben wir halt im Outdoor-Betrieb ungefähr 7 Megabit pro Sekunde im Download geschafft und Upload-Raten so um die 2,8 Megabit pro Sekunde. Indoor sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Da war das Microsoft Lumia 532 Dual SIM nicht so gut dabei. Da hatten wir im Download ungefähr 1,9 Megabit pro Sekunde und im Upload ungefähr 1,4 Megabit pro Sekunde. Die Telefoniefunktion des Microsoft Lumia 532 Dual SIM haben wir sowohl im D1-Netz der Telekom als auch im O2-Netz ausprobiert. Dabei habe ich im D1-Netz durchgehend guten Empfang festgestellt. Im O2-Netz gab es dagegen leichte Aussetzer. Die Sprachqualität war durchgehend in Ordnung, zumal für diese Preisklasse von unter 100 Euro. Kommen wir zum Fazit. Gut gefallen hat mir bei Microsoft Lumia 532 Dual SIM natürlich die Dual SIM-Funktion im Namen. Die 10 Euro Aufpreis gegenüber dem günstigeren Lumia 435 sind durchaus gerechtfertigt. Der Preis mit 99 Euro ist trotzdem wirklich günstig, die Verarbeitung ist robust und wir können den internen Speicher per MicroSD-Karte um bis zu 128 GB ausbauen. Nicht so gut gefallen haben mir die Lautsprecher, die doch relativ stark scheppern. Dann die Kamera, die zwar gute Qualität bietet, allerdings keinen Blitz und keinen Autofokus und die doch sehr kurze Akkulaufzeit. Kommen wir noch zum Preis. Wie gesagt, 99 Euro kostet dieses Gerät kurz nach dem Marktstart. Das ist dementsprechend auch der Internetpreis. Die Wettbewerber wären das schon angesprochene Microsoft Lumia 435, das 10 Euro noch günstiger ist, oder auch das Huawei Ascent Y330 mit dem Betriebssystem Android. Im Gesamturteil bekommt das Microsoft Lumia 532 Dual SIM von uns 89,96 von 100 möglichen Punkten. In puncto Preis-Leistung bekommt dieses Gerät von uns alle 100 möglichen Punkte. Das war das tarif.de Testvideo zu Microsoft Lumia 532 Dual SIM. Wie immer findet ihr den ausführlichen Testbericht zu diesem Gerät in Kürze auf tarif.de. Mein Name ist Thomas Meyer, ich bedanke mich bei euch für Aufmerksamkeit und sage bis bald auf unserem YouTube-Kanal hier bei tarif.de.